Oh! Ich krieg das so schon nicht hin. Ich krieg das bestimmt auch nicht hin. Was ist das denn für eine Challenge gewesen? Na? Hey Leute, herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einer neuen super coolen Challenge. Yes, so sieht's aus. Hoffe ich mal, dass sie super cool wird. Es ist die 1-Minuten-Challenge. Wir haben 5 verschiedene Disziplinen, in denen wir antreten. Aha. Die erste Disziplin ist, dass wir in einer Minute möglichst viele Skittles mit einem Strohhalm von einem Becher in den anderen transportieren müssen. Mhm. So. Easy. Genau. Ich. Und dann schauen wie wir noch mal. Wie nochmal? So. Immer deine Darstellung von den Challenges ist immer sowas von detailgetreu und auch wahr. Dieses passt. So wird es gleich auch aussehen. Gut, ihr wisst Bescheid. 1 Minute haben wir Zeit und wir schauen natürlich nach 1 Minute, wer die meisten Skittles rüber transportiert okay. hat. Okay. Aber es geht jetzt nicht um eine Farbe, sondern möglichst wirklich viele. Okay. Genau. Wollen wir starten? Gerne. Auf die Plätze. Fertig. Start. Oh. Oh. Du kannst das ja viel besser als ich kann. Wie lange 1 Minute sein kann, ne? Ich hab keine Luft mehr. Ach, stopp. Ach, ja, ich glaube, es ist ganz eindeutig, wer gewonnen hat. Ich habe mich so bemüht. Ja, wobei, wir können ja einmal kurz, ich zähle mal einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 Skittles. Wie viel hast du? 13. Oh. Mehr, 10 Skittles mehr als ich rüber transportiert. Dafür sind bei mir ungefähr 3 oder so auf dem Boden oder auf dem Tisch gelandet. Das wären ja immer noch weniger als 23. Ja. Genau. Kathi, du kannst es. Du hast diese Runde gewonnen. Du kannst es schön reden, wie du möchtest. Reden, genau. Diese Runde wirst du nicht gewinnen ja, diese können. Diese Runde hast du gewonnen, Kahn, das muss ich zugeben. Und okay. Ich glaube, zur Abkühlung brauchen wir als nächstes Eis. 1 Minute. Eis. Das wird schwierig. Das wird richtig schwierig. Die nächste Challenge ist, ein Eis in 1 Minute aufessen. Hättest du nicht wenigstens Bum-Bum-Eis oder so holen können? Oder Cornetto oder irgendwas das anderes? Das ist ein erhöhter Schwierigkeitsgrad. Das ist ein extrem saures Eis. Deswegen. Okay. Und gut. Es hat nur 57 Kalorien. Wow! Okay, ja, ich möchte eigentlich, was viel Kalorien hat, aber gut. 1 Minute? Genau, wir können ja schon mal öffnen. Und okay. Wenn wir es rausgeholt haben, starte ich die Minute. Boah, das werde ich niemals schaffen. Ich habe sowieso Probleme mit Eis. Ja, ich kriege immer Eiskopfschmerzen. Ja, ich kann das auch nicht beißen eigentlich. Gehirntropfen. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Nina kann das richtig gut. Das haben wir mal mit Nina gemacht. Ein Eis essen. Oh. Mmh. Also sauer ist das nicht. Nee? Mmh. Das ist nur geil. Oh. Mmh. Wir haben noch 30 Sekunden. Mmh, mmh, mmh. Der Vorteil ist, der Kern ist flüssig. Mmh. Sonst wäre es noch schwieriger. Hast du schon Gehirntropfen? Boah. Boah. Es ist so kalt. Boah. Ich kümmere mich schon überall. Doch, wir haben es beide nicht geschafft. Und beide auch relativ gleich, glaube ich, ne? Wir sind beide fast. Ja. Du hast. Hier vorne hast du ein bisschen weniger. Und wer hast du da vorne? Ich glaube, es ist fast gleich. Unentschieden. Unentschieden, ganz klar. Und damit steht es jetzt, also du hast schon 2 Punkte geholt, ich habe erst 1 Punkt. Boah, das war kalt. Mhm. Aber es schmeckt gut. Mhm.
schön zitronig. Also sauer finde ich ist das gar nicht. Null. Es ist sehr, sehr süß aufgrund dieses inneren flüssigen Kerns. Ja, es ist süß. Ich dachte, es wäre sauer. Ich hatte es so in Erinnerung. Der Sommer liegt einfach schon so lange zurück. Also. Und ein Eis soll man ja eigentlich auch genießen, ja, ne? Und nicht so runterschlingen wie wir gerade. Aber gut. Den Rest können wir hier genießen. Wir hätten das einmal mit Nina tatsächlich gemacht. Echt? Ja, ja. Wer schneller ein Eis essen kann. Und die wäre schon längst fertig. Okay. Die kann das ohne Probleme, glaube ich, machen. Bei mir tut das immer an den Zähnen weh, weil das so kalt ist. Und ich kriege ganz schnell halt diesen stechenden Schmerz. Aber gerade ging es noch. Am schlimmsten ist es, wenn ich diese Slushies trinke. Wenn ich nur einen Schluck Slushie trinke. Jo, stimmt. Kann ich nicht mehr. Ich mag Slushies, aber ich trinke die nicht. Wie dem auch sei, wir gehen, glaube ich, in die nächste Runde. Ja. So, ich habe mein Eis aufgegessen. Ich glaube, Karin hat noch. Kathi hat keine Zeit anscheinend heute. Was ist denn mit dir los? Karin hat sein Eis noch richtig genossen. Dann können wir starten. Okay, nächste Disziplin ist Balancieren. Wir müssen einen Stift eine Minute auf dem Finger balancieren. Aber nicht einfach nur still, sondern wir müssen die Hand dabei die ganze Zeit bewegen. Kriegst du das so schon nicht hin? Ich krieg das bestimmt auch nicht hin. Man muss eine gute Position finden, dann geht's. Ja, genau. Jetzt muss ich natürlich noch den Timer starten. Und Start. Achso, ja. So die ganze Zeit? Ja. Oh, ja, gut. Was ist das denn für eine Challenge gewesen? Ich habe das extra vorher geübt. Aber jetzt hat es leider in diesem Moment nicht funktioniert. Ja, wieder ein Punkt für Kahn, ne? Was war das, Kathi? Einfach so, nach etwa 10 Sekunden so, oh, das war's. Ja, ich muss auch sagen, ich habe ständig die gleiche Bewegung gemacht. Dann ging es, ne? Das ging eigentlich, wenn man halt die ganze Zeit so, dann kommt man irgendwann rein. Nach einer Minute. Ja. Ja, gut. Na gut, 3:1 für Kahn. Und bist du bereit für die nächste Challenge? Yes, nächste Challenge. Let's go. Die nächste Challenge ist, wir haben, ja, Kahn, alles gut. Das Eis kommt. Wir haben beide ein Blatt Papier. Ja. Und müssen es versuchen, innerhalb von einer Minute möglichst häufig zu falten. Okay, alles klar, verstehe. Und dann ziehen wir es auseinander, zählen dann, wie oft wir es gefaltet haben. Ja, genau. Okay, ich starte wieder. Das Eis. Zu viel. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Auf die Plätze, fertig, los. Mich auch falten. Okay, das kriege ich nicht hin. So, ich bin fertig. Oh nein, ja, das wäre die bessere Taktik gewesen. Ich hätte vorher zu Kathi schauen müssen. Das ist ja auch nicht richtig gefaltet, sehe ich gerade. Das ist ja eher... Das ist ja blöd. Da werden keine Klicke sein. Weil komm, dann mache ich zu Kathi. Wobei, nee, das bringt ja nichts mehr. Das ist ja viel schneller. Mann, ich habe es falsch gemacht. Guck mal, ich habe nur 1, 2, 3, 4. Ja gut, man könnte die ganzen Kleinen hier noch zählen. Du hast schon gewonnen, ist schon okay, Kathi. Ist schon okay, du brauchst dich übertreiben. Ich übertreibe aber gerne. Ach so, wie eben, dass du 2 Sekunden den Stift halten konntest? Ja, da habe ich voll übertrieben, ne? Untertrieben. Oh, stopp. Ja, so. Diese Runde geht ganz klar an Kathi. Was meinst du, wie oft hast du das falten können? So, ich zähle mal nach. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja, guck mal, aber wenn wir das bei mir jetzt auch so zählen würden, siehst du, bei mir hier sind auch kleine Falten drin. Siehst du das? Ja gut, die habe ich das eben aber geknickt. Ja, aber ist doch egal, wenn ich jetzt diese Falten, dann habe ich 1, 2, 3, 4 und dann könnte ich ja diese ganzen kleinen... Dann machen wir es so, dass wir 5, nur die... 6, 7, 8... Wir zählen jetzt nur die richtig heftigen Klicke. Ach so, jetzt dann auf einmal. Dann ziehe ich diese 6 hier ab und habe trotzdem noch mehr. Guck mal, jetzt versucht sie wieder hier zu verhandeln, ne? Nee, jetzt versucht Kahn nämlich doch wieder zu gewinnen, obwohl er ganz eindeutig verloren hat. Es steht ja immer noch 3-2 für mich. Ja. Ja, das heißt, ich gewinne immer noch. Jetzt ist aber die allerletzte Challenge und vielleicht gewinne ich die und dann ist, ich kann noch den Gleichstand holen. Wenn überhaupt nur noch den Gleichstand, aber ich glaube nicht. So. Ich glaube nicht. Weißt zwar nicht, was du mit diesen Taschentüchern vorhast. Wir haben beide, das sind extra Recycling-Taschentücher und die kann man auch hinterher noch wiederverwenden. Also keine Sorge, Leute. Kommt drauf an, was du jetzt damit vorhast. Wir haben jetzt gleich eine Minute Zeit, möglichst viele Taschentücher herauszuziehen. Ah, okay, cool. Und ja, entweder... Aber können wir schon vorher aufmachen, oder? Ja, wir lassen uns das vorher hier aufmachen. Und dann starte ich gleich wieder die eine Minute. Das ist schon unsere letzte Challenge, ne? Aber kann man auch so richtig oder immer einzeln? Einzeln. Okay, alles klar. Gut. Okay. Auf die Plätze, fertig, los.
weiß ich gar nicht, wie viel ich danach habe. Müssen wir uns danach die Kamera angucken? Oh! Oh, bei mir kommen die gar nicht mehr raus. Oh, bei mir kommen die nicht mehr raus. Warte! Ich hab's leer. Bei mir sind die gar nicht mehr rausgekommen. Das war ja voll blöd. Oh, ich glaube, ich habe mitgezählt, das waren irgendwie so 75 oder so. Dieser Punkt geht an mich. Ja, weil das aber auch wieder hier manipuliert wurde. Das war gar nicht manipuliert. Bei mir kamen die gar nicht mehr raus. Ja, bei mir waren die danach so. Das war ja nicht meine Schuld. Ja, aber was soll ich da machen? Bei dir kamen sie immer schön danach raus. Gut, ist okay. 3-3. Weil ich besser gezogen habe. Puh, jetzt ist erst die Minute rum. Wie hatte ich hier noch? 3, 4, 5, 6 Stück hatte ich noch. Ja, gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall für die nächsten Wochen genug Taschentücher. Jetzt kann die Erkältungswelle kommen. Also. Die müssen wir gleich noch einsammeln, ne? Die müssen ist dir wir schon gleich, klar. Ja, ich sammle die gleich ein. Ich habe 3 Punkte, Karin hat 3 Punkte. Yes. Wir gehen heute unentschieden aus der 1-Minute-Challenge. So sieht's Vielleicht habt ihr noch weitere coole Ideen, was man noch so für 1-Minute-Challenges machen könnte. Wir könnten ja mal was Sportliches machen. Genau, vielleicht können wir mal jeweils 1 Minute irgendwas Sportliches machen. Oder ja, vielleicht habt ihr noch andere coole Ideen. Cool. schreibt es gerne unten in die Kommentare, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Yes. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann gerne abonnieren. Ich dachte, du sagst wieder yes. Klickt auf das kleine Glöckchen Mach und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.